So, ich habe von jemand einen Wunsch gekriegt. Sie hat sich ein Video gewünscht und zwar zu dem Thema bestehende Artikelnummer verändern. Ich gehe jetzt in die Warenwirtschaft, bin ich jetzt und gehe in Artikel. Gehe hier auf Warenwirtschaft, suche mir Artikel raus. Bin jetzt in Artikel drin und ich habe jetzt hier einen Artikel. Der heißt bei mir Lohnkosten. Und ich möchte da jetzt einfach die Artikelnummer verändern. Wenn ich sehe, ich habe hier unten drei Aufträge, die schon mit diesem Artikel gelaufen sind. Ich kann allerdings trotzdem die Artikelnummer verändern. Das kann ich machen, indem ich doppelt hier raufklicke. Und ich mache jetzt aus der Artikelnummer 13, ich mache einfach mal 2012 13 und würde dann auf Speichern gehen. Und jetzt kriege ich hier eine Meldung. Es wurden bereits Aufträge mit der bisherigen Artikelnummern erfasst. Soll die neue Artikelnummer nachgeführt werden? Wenn die Artikelnummer nicht nachgeführt wird, werden die betreffenden Positionen in manuelle Positionen umgewandelt. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Dieses Nachführen heißt einfach, dass er in diese Aufträge, die schon erzeugt wird, er automatisch die Artikelnummern ändert. Das werde ich jetzt mal machen. Ich sage ja. Sie sehen, ich habe jetzt hier die neue Artikelnummer. Ich suche mir mal die Rechnung raus. Das ist die hier bei mir die 4029. Gehe auf Verwalten, Aufträge Verkauf, lass mir alle Jahre anzeigen und auch die Rechnung. Sage okay und suche mir jetzt die 4029 raus, finde ich hier. Ich öffne diese. Er sagt, die Rechnung ist bereits gebucht. Sie kann deshalb nur angezeigt werden. Ich sage okay und suche mir jetzt die Position raus. Und Sie sehen, das sind meine Lohnkosten. Und hier ist die neue Artikelnummer drin. Also er hat in einer bestehenden Rechnung die Artikelnummer geändert. Alternativ wäre gewesen, ich mache es jetzt nochmal, ich ändere diese Nummer einfach wieder, ich gehe wieder auf Lohnkosten, klicke doppelt drauf, mache jetzt die 15 draus, sage Speichern, okay, er meckert, dass die 15 schon vorhanden ist, dann mache ich 2012 15 draus, die sollte nicht vergeben sein. Ich gehe wieder auf Speichern. Ich kriege wieder diese Meldung und ich sage Nein und er wandelt diese als manuelle Position um. Und Sie sehen, er schmeißt hier diese ganzen Aufträge raus. Also diese Nummer, die ich jetzt habe, kann zu keinem Auftrag zugeordnet werden. Das ist die zweite Möglichkeit. Sie müssen sich also überlegen, möchte ich aus diesem Artikel einen manuellen Artikel machen oder möchte ich, dass er die Nummer ändert und er das auch in allen Rechnungen, Aufträgen allgemein verändert. Das müssen Sie sich überlegen. Die beiden Möglichkeiten haben Sie.